Master, sieht so aus, als wäre es ein heißer Tag in der Wüste. Wow! Guck mal da vorne. Ein großer Berg, aus dem Rauch aufsteigt. Wie komisch. Was war das? Es ist Rita, das Sportauto. Sie rast auf den rauchenden Berg zu. Ich glaube, sie will um die Wette fahren. Buster und Rita rasen zusammen durch die Wüste. Rita ist schneller. Los, Buster, du kannst es schaffen. Schau mal, Buster verwendet die Rampe, um Rita hinterherzuspringen. Puh, das war ein lustiges Rennen zum Gipfel. Aber halt, was ist das? Heiße, flüssige Lava? Ich glaube, das ist ein Vulkan. Er könnte jederzeit ausbrechen. Oh oh, Buster, pass auf mit dem Stein. Oh nein, er ist in die Lava gefallen. Puh, nichts passiert. Oh nein, der Vulkan bricht aus. Schnell weg hier. Oh je, Feuerbälle schießen aus dem Vulkan. Passt auf, die sind bestimmt super heiß. Warte, Buster hält an. Oh nein, Rita steckt im Sand fest. Buster ist mutig und hilft seiner neuen Freundin. Gute Arbeit, Buster. Jetzt fahrt schnell weg. Schneller, schneller. Puh, das war knapp. Hier kommt Ashley, das Feuerwehrauto. Sie sieht nicht glücklich aus. Sie muss jetzt all die Feuer löschen. Buster und Rita sagen nichts. Sie haben schließlich nicht absichtlich den Vulkan ausbrechen lassen. Das war knapp. Aber Buster hat jetzt eine neue Freundin. Tschüss, Buster. Tschüss, Rita. Buster hat großen Spaß beim Spielen mit seinem Schlagzeug. Ups, da fällt der Schlagzeugstock. Er rollt zu Mama. Was macht Mama da? Oh, sie sortiert Busters altes Spielzeug aus. Das, womit er nicht mehr spielt. Ich frag mich, was da drin ist. Schau, Busters Babytrommel. Er erinnert sich daran. Und jetzt wird Mama sie recyceln. Aber Buster möchte das nicht. Mama versteht nicht. Buster hat doch jetzt ein größeres, besseres Schlagzeug. Aber Buster möchte seine kleine Trommel behalten. Er möchte sie nicht weggeben. Hier ist Scout mit ihrem Tambourin. Sie ist zum Spielen gekommen. Hurra! Zeit, Musik zu machen. Buster und Scout sind zum Spielen bereit. Und hier ist auch Ash. Er möchte zuhören. Jetzt haben Buster und Scout ein Publikum und sind bereit zu rocken. 1, 2, 3, 4. Toll! Buster und Scout schwingen ja richtig. Tolle Arbeit, ihr zwei. Scout schüttelt das Tambourin. Buster schlägt die Trommel. Oh, er versucht gleichzeitig auf seiner kleinen Trommel zu spielen. Das funktioniert nicht gut. Er versucht zu viel auf einmal. Es ist recht laut. Ups! Oh, Ash möchte auch mitmachen, aber er hat kein Instrument. Und Buster hat eins zu viel. Was er wohl machen wird? Ah, Buster gibt seine kleine Trommel zu Ash zum Spielen. Jetzt kann Ash mitspielen und alle drei können Spaß haben. Bereit? 1, 2, 3, 4. Da! Das hört sich sogar noch besser an als vorher. Am Ende des Tages möchte Ash die Trommel zurückgeben. Aber Buster weiß, dass er keine zwei Trommeln braucht. Er möchte, dass Ash sie behält. Ash ist so glücklich. Das war wirklich lieb, was Buster da gemacht hat. Abend und Busters Cousin Bandit kommt für eine Pyjama-Party. Das wird so ein Spaß. Zuerst gibt es einen Snack. Mama holt die Kekse aus dem Schrank. Buster und Bandit lieben Kekse. Da, jeder bekommt einen. Lecker. Jetzt legt Mama sie weg. Aber Bandit weiß, wo sie sind. Buster und Bandit spielen den ganzen Abend. Aber dann ist es Zeit fürs Bett. Sie wollen länger aufbleiben, aber Mama sagt nein.
Ich glaube, Bandit hat eine Idee. Jetzt schlafen alle. Aber was ist das? Bandit wacht auf. Buster auch. Sie schleichen sich nach unten. Oh, Bandit will mehr Kekse klauen. Das ist sehr frech. Ups, Mama hat's gehört und sie erwischt. Sie ist sehr enttäuscht mit ihnen. Sie sollten keine Kekse klauen. Aber den zwei kleinen Bussen tut es sehr leid. Sie gehen jetzt artig zurück ins Bett. Am nächsten Morgen macht Mama ein tolles, gesundes Frühstück. Buster und Bandit hatten genug Kekse. Das sieht lecker aus. Buster, Scout, Bandit und Ash machen ein Wettrennen. Buster und Bandit sind Kopf an Kopf, aber Scout raste in die Führung. Zisch! Scout hat gewonnen. Gut gemacht, Scout. Sie ist wirklich super schnell. Was ist das Geräusch? Donner? Da kommt ein Sturm. Sie sollten schnell Unterschutz finden, sonst werden sie nass. Wow! Ash wurde ganz matschig, als er durch die Pfütze rutschte. Warte mal, das gibt Buster eine Idee. Zisch! Durch diese matschigen Pfützen zu rutschen macht großen Spaß. Sie könnten ein Spiel spielen. Wer wohl am weitesten rutschen kann. Was für eine großartige Idee. Bandit fängt an. Saus! Er rutschte ganz darüber. Aber Scout meint, sie könnte das besser machen. Brumm! Wow, Scout rutschte sogar noch weiter als Bandit. Jetzt ist Ash dran. Er ist so klein, er dreht und dreht sich. Ihm ist total schwindelig, aber er kam bis jetzt am weitesten. Zuletzt ist Buster dran. Zisch! Oh oh, er rutscht außer Kontrolle. Wow! Ups, Buster bespritzt Mama mit Matsch. Sieht aus, als wäre es Zeit für alle kleinen Fahrzeuge nach Hause zu fahren. Sie sind in 0, nichts wieder bei Buster zu Hause. Aber warte, sie können nicht reingehen, bis sie wieder sauber sind. Mama nimmt den Gartenschlauch, um den Matsch abzuwaschen. Plitsch, platsch. Da, jetzt sind alle vier wieder sauber. Aber trotzdem war das Rutschwettrennen ein riesiger Spaß. Buster freut sich sehr darauf, heute mit Scout zu spielen. Was sie wohl spielen werden? Oh, Opa hat ein ferngesteuertes Auto. Buster steuert es zuerst. Brumm, brumm. Sieh, wie es rast. Jetzt möchte Scout auch mal. Aber Buster will weiterfahren. Oh oh, Scout glaubt nicht, dass das gerecht ist. Sie möchte auch spielen. Oh je. Sie streiten sich um die Fernsteuerung. Sie wollen beide das Auto steuern. Oh nein, das Auto ist kaputt gegangen. Jetzt kann keiner damit spielen. Buster und Scout ärgern sich übereinander. Sie spielen nicht mehr. Es ist so traurig, wenn Freunde sich streiten. Aber warte, ich glaube, Opa hat eine Idee. Er gibt die Fernsteuerung zu Scout und das Auto zu Buster. Sie müssen zusammenarbeiten, um es zu reparieren. Sie vertragen sich wieder. Freunde vergeben sich immer.
So, jetzt können beide das Auto steuern. Basta und Opa gehen im Supermarkt einkaufen. Hier ist die Einkaufsliste. Karotten, Mais und ein neuer Fußball. Basta kann kaum abwarten, den neuen Fußball zu haben. Aber Opa erinnert ihn daran, dass sie erstmal alles andere auf der Liste holen müssen. Es fängt mit Karotten an. Basta rast los. Aber stimmt das so? Opa fährt so langsam. Basta hat eine Banane und keine Karotte. Er hat sich so sehr beeilt, dass er gar nicht aufgepasst hat, was er macht. Da sind sie. Gut gemacht, Basta. Als nächstes Mais. Er hat ihn gefunden. Ups. Vorsichtig, Basta. Die Dosen können leicht umfallen. Puh. Gute Rettung, Opa. Und als nächstes... Yay, der Fußball! Basta rast voraus, um den Fußball zu finden. Aber warte, Opa wurde zurückgelassen. Er kann ihn nicht finden. Oh nein, Basta und Opa können den anderen nicht sehen. Basta sucht und sucht, aber es bringt nichts. Armer Basta hat sich verlaufen und fängt an, sich Sorgen zu machen. Schau, da sind Ash und seine Mama. Jemand, den Basta kennt. Zum Glück hat er sie gefunden. Sie können ihm helfen, zu Opa zurückzufinden. Endlich! Basta ist sicher zurück bei Opa. Er weiß, er hätte nicht so weit vorausrennen sollen. Es tut ihm sehr leid und Opa vergibt ihm. Und hier ist der neue Fußball. Hurra! Basta sieht ja aufgeregt aus. Ich frage mich, warum? Ein Märchenbuch. Basta möchte, dass Mama ihm vorliest. Basta liebt ein gutes Märchen. Mama liest Basta die Geschichte von Goldlöckchen und den drei Bären vor. Als die Bären ausgegangen waren, kam Goldlöckchen zu deren Fenster. Sie probierte ihren Haferbrei, aber die erste Schüssel war zu heiß. Basta findet das sehr lustig. Aber schau mal auf die Zeit. Mama kann nicht den ganzen Tag vorlesen, sie muss noch andere Dinge erledigen. Basta ist traurig. Er möchte wissen, was als nächstes in der Geschichte passiert. Aber Mama weiß, was zu tun ist. Vielleicht kann Opa Basta vorlesen. Opa ist draußen und gießt seine Blumen. Aber Basta möchte, dass er ihm aus dem Märchenbuch vorliest. Ja, Opa kann ein bisschen für ihn lesen. Basta liebt es, wenn Opa vorliest. Er liebt Geschichten mit großen Abenteuern und mutigen Helden. Was passiert jetzt? Goldlöckchen sitzt auf einem Stuhl, der viel zu klein ist und kaputt geht. Wie lustig. Basta liebt diese Geschichte. Aber was ist das? Mama sagt, es ist Zeit fürs Abendessen. Der Rest der Geschichte wird warten müssen. Basta bekommt leckere Fischstäbchen und Gemüse zum Abendessen. Aber er isst sie super schnell. Er möchte so schnell wie möglich wieder zur Geschichte zurück. Mama und Opa essen noch. Sie können ihm jetzt nichts vorlesen. Basta möchte wirklich wissen, was als nächstes passieren wird. Schau, er versucht selber zu lesen. Er kann noch nicht sehr gut lesen, aber er versucht es. Wow, er schafft es. Mama und Opa sind so stolz auf ihn. Gut gemacht, Basta. Aber, oh je, er wird auch müde. Mama liest ihm das Buch als Gute-Nacht-Geschichte vor. Jetzt schläft Goldlöckchen in einem Bett der Bären. Aber dann... Oh, schau! Basta ist eingeschlafen. Oh, er hatte so einen anstrengenden Tag. Er konnte fürs Ende nicht wach bleiben. Gute Nacht, Basta. Heute ist wieder ein aufregender Schultag für Basta und seine Freunde. Heute machen sie Muttertagskarten. Schau, der Lehrer zeigt ihnen, wie man es macht. Falte es in der Mitte und streich die Falte glatt. Falte in der Mitte und die Falte glatt streichen. Gut gemacht, Basta. Was hat Bandit denn davor? Wow, seht euch all die Dekorationen an. Lasst uns basteln. Oh, Bandit. Er hat aus seiner Karte ein Papierflugzeug gemacht und es fliegen lassen. Basta fängt mit dem Kleben mal an. Ups, der Kleber steckt an seinem Reifen fest. Und jetzt ist da überall Glitzer. Oh je, Basta. Der Kleber geht gar nicht ab. Wie kann Basta denn bloß den Kleber abbekommen? Aha, ein Löffel.
Nein, das ging nicht. Oh oh, und jetzt steckt der Löffel an seinem anderen Reifen fest. Buster bittet Scout um Hilfe. Scout versucht, den Kleber abzuziehen. Nein, das hat auch nicht funktioniert. Oh nein, jetzt klebt Scout auch fest. Pass auf, Scout! Oh je, das geht ja wirklich alles schief. Bandit findet das alles sehr lustig. Und der arme Lehrer ist so von Bandits Papierflugzeug abgelenkt, dass er gar nicht sieht, was los ist. Ups, sie haben Ashs Wasser umgestoßen. Aber warte mal, das Wasser hat den Löffel gelockert. Buster hat eine Idee. Ash benutzt seinen Schlauch, um den Klebstoff abzulösen. Hurra, es hat geklappt. Oh je, was für eine Unordnung. Mama Bus ist hier, um Buster abzuholen. Und schau, Buster gibt ihr die hübsche Muttertagskarte. Sie liebt sie. Frohen Muttertag, Mama Bus. Oh oh, nicht schon wieder. Und seine Freunde sehen ja sehr aufgeregt aus. Was ist denn da los? Oh wow, Mama hat für sie eine Ostereiersuppe vorbereitet. Was ist das? Ich glaube, Scout freut sich wirklich darauf, leckere Schokolade zu bekommen. Auf die Plätze, fertig, los! Alle gehen Ostereier suchen. Ups, versucht mal, euch nicht gegenseitig zu stoßen. Toll, Ash hat in dem Baum ein Ei gefunden. Er düst zurück und legt es in den Korb, damit sie alle später teilen können. Gut gemacht, Ash. Oh, ich glaube, Buster hat auch ein Ei entdeckt. Warte, das ist ja nur das Einwickelpapier. Wo ist das Schokoladenei denn hin? Buster ist enttäuscht. Aber schau, da ist noch ein Ei beim Busch. Das war auch nur Einwickelpapier. Irgendjemand hat die Schokolade genommen. Sehr komisch. Oh je, Ash macht sich Sorgen. Sie haben nicht genug Eier gefunden, um mit allen zu teilen. Aber es ist schon gut. Sie müssen einfach weitersuchen. Was ist das? Noch ein leeres Einwickelpapier. Da ist Bandit. Er ist ein Schlingel. Vielleicht hat er all die Schokolade gemopst. Er hat ein paar Eier. Aber schau, er legt sie in den Korb. Es ist nicht Bandit, der die Eier stiehlt. Schau, da kommt Scout. Sie wird wissen, was zu tun ist. Aber warte mal. Ist das Schokolade an Scouts Mund? Sie ist die Eierdiebin. Sieh mal, Scout hat alle Eier, die sie gefunden hat, hinter dem Busch versteckt. Sie liebt Schokolade so sehr, dass sie alles für sich alleine haben wollte, aber es tut ihr sehr leid. Sie weiß, dass Teilen das Richtige ist. Buster vergibt ihr, aber sie müssen die Schokolade von ihrem Gesicht waschen. So, jetzt kann Mama alle Eier gerecht aufteilen. Ash, Bandit, Buster, Scout. Jeder bekommt ein paar leckere Ostereier. Es ist ein windiger Tag im Park. Buster und Papa Bus machen sich hier einen lustigen Tag. Papa Bus hat eine Überraschung für Buster. Was kann es nur sein? Oh, schau, es ist ein Drachen. Buster macht sich bereit, ihn fliegen zu lassen. Papa Bus schubst ihn hoch in die Luft. Wow, er fliegt so hoch. Gut gemacht, Buster. Schau, da ist Monty, der Heißluftballon. Oh nein, eine große Windböe hat den Drachen weggeweht. Er blieb an Monty hängen und er hat's nicht bemerkt. Keine Sorge, Buster. Papa hat einen Plan. Ups, pass auf, Papa Bus. Wow, super Kopfball. Toll, Buster. Bandit und Ash sehen sehr verwirrt aus. Wo gehen sie nur hin? Buster versucht, Montys Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber er guckt nicht, wo er hinfährt. Pass auf! Oh nein, Buster ist direkt in die Matschpfütze gefahren. Er steckt im Matsch fest. Papa zieht ihn raus. Gute Teamarbeit, ihr alle. Oh oh, ein Baum ist auf die Straße gefallen. Aber das wird sie nicht aufhalten. Papa Bus fliegt direkt über den Baumstamm und Buster rutscht gerade unten durch. Wow, das war großartig. Schnell, da ist Monty. Sieht so aus, als hätte Papa Bus eine Idee. Da ist ein riesen Matschhaufen und sie planschen durch. Was machen sie da?
Sie haben ein Bild vom Drachen in den Matsch gemalt. Und Monty hat endlich gemerkt, dass ein Drachen an ihm hängen geblieben ist. Ups. Buster bekommt seinen Drachen zurück. Danke, Monty. Halt ihn gut fest, Buster. Puh, das war aber knapp. Es ist Sporttag in Busters Schule. Wie aufregend. Zuerst kommt der 100-Meter-Lauf. Auf die Plätze, fertig, los! Los, Buster! Er hat gewonnen! Hurra! Das war einfach. Buster ist der Schnellste in der Schule. Als nächstes kommt der Hochsprung. Scout ist zuerst dran. Saus, saus! Wow, das war hervorragend! Buster glaubt, dass er besser springen kann. Los geht er. Ups. Mach doch nichts, Buster. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Jetzt kommt das Eierlaufen. Auf die Plätze und los. Buster möchte wirklich gewinnen. Buster fuhr zu schnell und hat das Ei zerbrochen. Oh je. Und Ash ist der Gewinner. Toll gemacht, Ash. Buster ärgert sich darüber, dass er verliert. Er wollte wirklich gerne gewinnen. Er ist so traurig, dass er nicht mal mit den anderen Fußball spielt. Das sieht aber nach Spaß aus, Buster. Es geht nicht nur ums Gewinnen, Buster. Es geht darum, Spaß zu haben. Hurra! Jetzt haben alle zusammen Spaß. Es ist jetzt Zeit zur Medaillenvergabe. Buster ist Dritter. Ash ist Zweiter. Und Scout ist Erste. Gut gemacht allerseits. Was für ein Super. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Buster möchte draußen spielen. Aber was ist das? Er hat sein Spielzeug überall verstreut. Buster weiß, dass er aufräumen sollte. Aber er möchte wirklich los und spielen. Wow, Buster räumt all das Spielzeug super schnell auf. Aber nicht wirklich richtig. Oh je, er hat das Glas umgekippt. Und sein Aufwischen hat überall Wasser hinterlassen. Bald ist Buster draußen, um zu spielen. Was war das? Mama ist auf dem Wasser ausgerutscht. Oh je, im Zimmer herrscht immer noch Unordnung. Buster fühlt sich schlecht, weil er nicht gut aufgeräumt hat. Aber er kann es wieder gut machen. Er muss nur richtig aufräumen und sich Zeit nehmen. Mama und Buster können es zusammen machen, wie ein Spiel. Hausarbeit ist viel einfacher, wenn man darin Spaß findet. Und sie geht so viel schneller, wenn man zusammenarbeitet. Da, Buster macht sogar die Kleckerei vom Getränk weg. Perfekt! Das Zimmer ist endlich sauber. Jetzt können Buster und Mama zusammen Ball spielen gehen. Hurra! Ich frage mich, was Buster heute in der Schule lernen wird. Oh, ein Vulkan! Wow! Sie werden ein Experiment machen. Der Lehrer zeigt ihnen, wie es geht. Zuerst ein Tropfen vom weißen Puder, dann drei Tropfen Lebensmittelfarbe. Dann etwas Essig, um blubbernde Bläschen zu bilden. Wow, es sieht aus wie ein ausbrechender Vulkan. Ist das nicht großartig? Alle sind sehr aufgeregt. Sie dürfen das Experiment jetzt mal selber machen. Was für eine Unordnung. Scheint so, als hätte Bandit es nicht richtig gemacht.
Oh nein, Scouts ging auch nicht richtig. Vielleicht Busters? Buster hat genauso viel Unordnung gemacht wie die anderen. Warum funktioniert es nicht? Schafft Ash es richtig zu machen? Buster geht mal schauen. Ash fügt immer noch Zutaten dazu. Wow, es funktionierte. Toll gemacht, Ash. Aber wie hat Ash es geschafft, wenn es bei allen anderen schief ging? Oh, er ist den Anweisungen an der Tafel gefolgt. Was für eine gute Idee. Der Lehrer ist stolz auf Ash. Jetzt werden die anderen es nochmal versuchen. Aber zuerst lesen sie, was sie machen müssen. Ein Tropfen vom weißen Puder. Dann drei Tropfen von der Lebensmittelfarbe. Dann etwas Essig, um blubbernde Bläschen zu bilden. Hurra! Es funktioniert! Die Vulkane brechen alle aus. Sehen sie nicht toll aus? Gut gemacht allerseits. Ist es nicht erstaunlich, was man machen kann, wenn man nur den Anweisungen folgt? Der Lehrer ist auf alle sehr stolz. Es ist ein sonniger Tag bei Busters Haus. Oh, schau! Mama Bus hilft einem Kätzchen, dem das Bein wehtut. Da, alles wieder besser und bandagiert. Scout ist hier, um mit Buster zur Schule zu fahren. Sie spielen auf dem Spielplatz. Oh je! Scout tat sich am Reifen weh. Buster hat eine Idee. Was macht er denn? Er hat Scouts Reifen mit Toilettenpapier bandagiert. Alles wieder gut. Gute Arbeit, Buster. Sieht so aus, als wollte Ash auch bandagiert werden. Und jetzt möchte Scout auch ihre anderen Reifen bandagiert haben. Aber Buster hat kein Toilettenpapier mehr. Bandit hat eine freche Idee. Alle nehmen Toilettenpapier. Das Toilettenpapier geht überall hin. Das sieht sehr unordentlich aus. Sie lassen sich da zu sehr mitreißen. Oh je, sie haben den Spielplatz mit Toilettenpapier eingedeckt. Der Lehrer scheint darüber nicht glücklich zu sein. Mama Bus ist hier, um Buster nach Hause zu bringen. Sie fragt sich, was den Lehrer so bedrückt. Buster erklärt, dass er versucht hat, Scout genau so zu helfen, wie Mama dem Kätzchen geholfen hat. Mama kann es richtig bandagieren. Zeit, jetzt alles wieder gut zu machen. Buster und seine Freunde sind in der Schule. Und heute kommt ein sehr besonderer Besucher. Es ist Mama Firetruck. Hurra! Sie ist hier, um zu zeigen, was die Feuerwehr macht. Wenn ein Gebäude in Flammen steht, muss man so schnell wie möglich die Feuerwehr anrufen. Was passiert dann? Ein Schlauch wird an einem Hydranten festgemacht und das Wasser löscht den Brand. Yippie! Es ist Zeit zum Üben. Sie müssen die Hütchen mit einem Wasserstrahl umwerfen. Ash ist zuerst dran. Yay! Gut gemacht, Ash. Und Scout? Ups. Das ist besser. Gut gemacht. Jetzt ist Buster dran. Wow! Pass auf, Buster! Das war ein toller Tag. Aber jetzt muss Mama Firetruck zur Arbeit gehen. Tschüss, Mama Firetruck. Danke. Jetzt ist der Tag zu Ende und Buster fährt nach Hause. Tschüss, Scout. Tschüss, Ash. Was ist das?
Es ist Rauch. Wo kommt der nur her? Oh nein, es ist ein Feuer. Was soll Basta machen? Er braucht die Feuerwehr. Basta holt Mama Firetruck, um zu helfen. Der Lehrer wird sich um Ash kümmern. Los, Mama, los! Da ist das Feuer. Aha, und da ist der Hydrant. Als nächstes verbinde den Schlauch. Oh nein, schnell! Puh, das Feuer ist gelöscht. Yippie! Super Teamarbeit. Es ist der nächste Schultag. Der Lehrer ruft Basta nach vorn. Warum nur? Schau, Mama Firetruck. Sie ist hier, um Basta für seine Hilfe zu danken und ihm einen besonderen Feuerwehrhut zu überreichen. Los, Basta! Basta und seine Freunde haben viel Spaß beim Zelten im Wald mit Papa-Bus. Papa macht ein paar gruselige Schatten, während er ihnen eine Gespenstergeschichte erzählt. Wow, das Monster ist super gruselig. Puh, keine Sorge, es ist nur Papa-Bus. Sieht so aus, als wäre es Zeit fürs Bett. Gute Nacht allerseits. Papa-Bus fährt los, um mehr Feuerholz zu sammeln. Gute Nacht, Basta. Moment mal, was macht Basta denn da? Er macht aus dem Feuerholz ein gruseliges Geweih. Scout schläft fest. Huch, was ist das? Es ist Bastas gruseliger Schatten. Arme Scout. Keine Sorge, Scout, das war nur Basta. Jetzt wird Bandit der Streich gespielt. Aha, der gruselige Schatten hat ihn auch verängstigt. Sieht so aus, als würde Basta schläfrig werden. Aber Bandit und Scout haben einen Plan. Basta schläft friedlich. Ah, da ist ein gruseliges Monster und noch eins. Los, Basta, los! Das geschieht Basta recht. Gut gemacht allerseits. Was ist das? Oh nein, ein echtes gruseliges Monster. Puh, es war nur Papa-Bus mit dem Feuerholz, das er geholt hat. Das ist genug Angst für einen Abend. All das Scherzen hat sie alle sehr müde gemacht. Gute Nacht allerseits. Es ist ein sonniger Tag und Papa-Bus bringt Basta zum Strand. Basta sagt Tschüss zu Mama-Bus und schon geht's los. Hurra! Aber, oh je, Otis blockiert den Weg. Die Straße ist gesperrt. Basta ist sehr traurig. Aber Papa scheint eine Idee zu haben. Das ist ein toller See und sie können angeln gehen. Basta ist trotzdem enttäuscht, denn er wollte lieber zum Strand gehen. Papa zeigt ihm, wie man angelt. Wow, jetzt ist Basta dran. Basta langweilt sich. Das macht nicht so viel Spaß wie der Strand. Warum ist Papa so aufgeregt? Moment mal, da zieht was an Papas Schnur. Was kann das nur sein? Wow, Papa hat einen riesigen Fisch gefangen. Der ist so groß. Papa ist nicht stark genug. Basta geht und hilft ihm. Pass auf, Basta. Ups, sie wurden ins Wasser gezogen. Und der Fisch findet das sehr lustig. Basta und Papa-Bus geben aber nicht so leicht auf. Sieht so aus, als hätten sie einen neuen Plan. Der Fisch schwimmt in dem See.
Papa wirft die Angelschnur und der Fisch zieht wieder dran. Das ist wieder ein Tauziehen. Sieh mal, da ist Buster. Er treibt da im See. Aha, erwischt. Buster hat den Fisch mit seinem Netz gefangen. Toll, Buster. Papa ist sehr stolz. Gut gemacht, Buster. Der Fisch schwimmt weg. Bis zum nächsten Mal, Fischlein. Angeln hat letztendlich doch Spaß gemacht. Schau dir die Pinsel an. Buster und seine Freunde malen heute die Wände in Busters Zimmer an. Wie aufregend! Mama Bus bringt ihnen viele verschiedene Farben. Sie dürfen die Wand unter dem Fenster anmalen. Welche Farbe soll Buster aussuchen? Scout hat sich lila ausgesucht. Und Ash rot. Und Buster gelb. Natürlich. Lasst uns malen. Ups. Ash fügt einen roten Klecks hinzu, um Scouts anzugleichen. Und Buster fügt einen gelben Klecks hinzu. Super. Ich frage mich, was Scout zuerst malen wird. Es ist eine Rakete. Toll. Buster ist als nächstes dran. Was wird er nur malen? Eine Hummel. Los, Buster. Nicht auf dem Schrank, Ash. Jetzt haben sie eine Farbenschlacht. Vorsichtig, die Farben sind sehr schmierig. Oh je. Die Farbe ist jetzt überall. Was für ein Durcheinander. Oh oh, die gelbe Farbe ist auf dem Boden verschüttet. Und jetzt auch lila. Huch. Mama Bus fragt sich, was der ganze Krach bedeutet. Das hat so viel Spaß gemacht. Oh oh, sie wussten gar nicht, dass sie so eine Unordnung gemacht haben. Aber Buster hat einen Plan. Sie können Ashs Schlauch benutzen, um die Unordnung zu beseitigen. Das Wasser wäscht die Farbe weg. Gute Arbeit, Ash. Oh nein, Mama Bus kommt und sie sind noch nicht fertig mit dem Aufräumen. Zeit, sauber zu werden. Ash duscht Buster ab. Platsch! Jetzt ist Scout dran. Das sieht nach viel Spaß aus. Und zuletzt Ash. Gut gemacht allerseits. Wow! Das Zimmer sieht ja komplett sauber aus. Zeit für Ash und Scout nach Hause zu gehen. Ups, naja, nicht komplett sauber. Buster ist heute in Papas Haus. Oh, schau, da ist Papa Bus. Morgen geht Buster wieder zur Schule. Das wird großartig, aber zuerst müssen sie sich vorbereiten. Papa Bus hat eine Kontrollliste mit allem, was Buster braucht, um morgen wieder in die Schule zu gehen. Er braucht seinen Rucksack, seine Brotdose, sein Schulbuch, ein Federmäppchen und ein Lineal. Rucksack erledigt. Brotdose erledigt. Alles andere erledigt. Ups. Und nicht zu vergessen ist der Haifischzahn von seinen Ferien, damit er ihn vorzeigen kann. Wow. Buster braucht jetzt einen guten Schlaf, bevor die Schule morgen wieder anfängt. Gute Nacht, Buster. Da geht der Wecker los. Es ist wohl Zeit zum Aufstehen. Oh nein, Buster ist wieder eingeschlafen. Oh je.
Und jetzt wird er zu spät zur Schule kommen. Schnell! Sie müssen sich schnell fertig machen. Was braucht Buster? Rucksack hat er. Brotdose hat er. Federmäppchen und Schulbuch hat er. Aber was fehlt ihm? Das Lineal. Aha, da ist es. Und los geht es zur Schule. Warte mal eine Sekunde. Buster hat seinen Haifischzahn vergessen. Schnell, Buster, schnell! Haifischzahn hat er. Sie müssen losrasen, um pünktlich zu kommen. Los, Buster! Sieht so aus, als würde der Lehrer anfangen, sich Sorgen zu machen. All seine Freunde sind schon in der Schule und er wird zu spät sein. Oh nein! Puh, er hat's geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Was für ein verrückter Morgen. Buster und Scout sind auf dem Weg von der Schule nach Hause. Tschüss, Scout. Was hat Buster gesehen? Oh, schau, da sind Diggly und Daisy. Buster will helfen. Aber Sicherheit geht vor. Schau dir diesen tollen Bauhelm an. Buster hilft ihnen, eine Kiste von Rocky dem Flussboot herunterzuladen. Tolle Teamarbeit! Jetzt setzen sie die Kiste auf der Baustelle ab. Herr Rubble fährt jetzt das Mittagessen holen. Bis später, Herr Rubble. Oh nein! Die Kiste sinkt in den Matsch. Los, Buster, los! Oh nein! Jetzt steckt Buster auch im Matsch fest. Daisy zur Rettung! Nein, das hat nicht geklappt. Was ist das? Diggly hat sich an den Kran angeschlossen. Und er zieht Buster raus. Es klappt! Nur ein bisschen mehr? Ups! Jetzt stecken sie alle fest. Und Herr Rubble hat es nicht bemerkt. Aber Buster hat einen Plan. Er wickelt das Kabel um den Kran und macht es an der Kiste fest. So können sie sich selber herausziehen. Fantastische Idee, Buster. Diggly und Daisy ziehen nicht gleichzeitig am Tau. Aber sie müssen zusammenarbeiten. Genau so. Hurra! Es hat geklappt! Herr Rubble hat sie immer noch nicht gesehen. Sie ziehen die Kiste schnell heraus. Alles ist wieder wie vorher. Naja, nicht genau wie vorher. Sie sind alle voller Matsch. Zeit, sauber zu werden. Herr Rubble duscht sie alle mit dem Schlauch ab. So, das ist viel besser. Jetzt ist es Zeit fürs Mittagessen. Miam, miam. Aber was ist das? Herr Rubble ist direkt in den Matsch gefahren. Keine Sorge, Herr Rubble. Wir wissen, was zu tun ist. Ein sonniger Tag auf dem Schulspielplatz. Buster und Scout malen zusammen. Oh oh, sieht so aus, als wollten beide den blauen Stift benutzen. Buster schnappt ihn sich. Und jetzt versucht Scout, ihn zurückzuschnappen. Da kam Buster und Bandit eine großartige Idee für ein Spiel, das sie alle zusammen spielen können. Mit ihren Vorstellungskräften.
Es ist Räuber und Gendarm. Buster und Bandit sind die Räuber. Und Ash und Scout sind die Gendarmen, die versuchen, sie zu fangen. Los geht's! Die Jagd fängt an! Buster und Bandit gehen in verschiedene Richtungen. Oh nein! Bandit steckt in der Klemme. Aha! Er hat einen Plan! Wo ging er nur hin? Moment mal! Der Karton bewegt sich! Schnell, Ash! Du kannst ihn fangen! Er springt von der Rampe runter. Los, Buster! Ich frage mich, ob Buster und Bandit entkommen werden. Die kommen ihnen sehr nahe. Wow, pass auf! Buster und Bandit fuhren direkt ins Gefängnis. Hurra für die Gendarmen Scout und Ash! Zeit, den Stift abzugeben, Buster! Das war fantastisch! Was für ein brillantes Spiel! Jetzt kann Scout endlich ihr Bild fertig malen. Buster und Bandit sind jetzt frei. Was für eine tolle Zeit beim Spielen! Buster hat viel Spaß dabei, vor seinem Haus in sehr matschigen Pfützen zu spielen. Schau, da ist Opa-Bus! Ups, jetzt sind sie beide mit Matsch bedeckt. Aber Opa hat einen Plan. Wo bringt er Buster hin? Sie sind bei der Autowaschanlage, um sauber zu werden. Hurra! Sieht so aus, als hätte die Autowäsche keine Seifenblasen mehr. Aha, da ist die Seife. Opa fügt ein bisschen hinzu und Buster macht die Waschanlage an. Los, Buster, los! Moment mal. Das ist aber viel Seife, Opa-Bus. Buster ist komplett mit Seifenblasen bedeckt. Wie lustig! Das war ein sehr guter Witz, Opa. Jetzt ist Opa dran mit dem Waschen. Sieht so aus, als hätte Buster einen Plan. Er wird sich rächen. Opa ist mit Seife bedeckt. Er sieht sehr albern aus. Sieh mal, Terry, der Traktor, ist zum Waschen hier. Wow, nicht so viel, Buster. Es ist super schaumig. Die Seifenblasen fließen über. Oh je, was für ein schaumiges Durcheinander. Otis sieht nicht sehr glücklich aus. Zeit, das Chaos zu beseitigen. Was für ein alberner Tag. Buster fährt los zur Schule. Warte mal, Buster. Vergiss nicht, dass heute Schulfototag ist. Also noch einmal extra polieren. Tschüss, Mama Bus. Schau, da ist Terry Traktor, um die Schulfotos zu machen. Bandit und Ash sind zuerst dran. Lächeln. Gleich ist Buster dran. Und er möchte gerne ein Actionfoto haben. Ups, Buster rutschte aus. Pass auf, Scout. Oh nein, was ist los? Der Lehrer gibt Buster einen Spiegel. Buster hat seinen Wackelzahn rausgeschlagen. Oh nein, und jetzt ist es Buster zu peinlich, ein Foto machen zu lassen. Das ist okay, Buster. Dein Foto kann an einem anderen Tag gemacht werden. Buster ist wirklich traurig darüber, die Fotos zu verpassen. Aber Mama Bus ist hier, um ihn abzuholen. Und sie bringt ihn zum Zahnarzt, um seinen Zahn ansehen zu lassen. Hurra! Buster ist etwas nervös.
Keine Sorge, Buster. Amber, der Krankenwagen, ist hier, um sich deinen Zahn anzusehen. Jetzt ist es Zeit, im speziellen Zahnarztstuhl zu sitzen. Wow, das sieht aber nach Spaß aus. Und jetzt ist es Zeit, den Zahn anzusehen. Keine Sorge, Buster. Das ist kein Grund, sich zu fürchten. Zuerst guckt Amber sich den Zahn mit einem kleinen Spiegel an. Weit aufmachen, Buster. Sag ah. Und was ist das? Amber wird Buster ein Video zeigen. Es ist ein anderer Bus, genau wie Buster. Und sein Zahn fiel raus. Aber keine Sorge, ein anderer wird an der Stelle wachsen. Ihm fehlt zwar im Moment ein Zahn, aber bald wird er einen brandneuen haben. Da gibt es also keinen Grund, sich zu schämen. Buster fühlt sich jetzt viel besser. Danke, Amber. Und jetzt fährt er zur Schule zurück, um sein Foto machen zu lassen. Rein ins Bild, Buster. Bitte lächeln. Es ist Halloween und Buster macht eine Party. Er sucht nach einem coolen Kostüm, um gruselig auszusehen. Was hat er gefunden? Wow, Buster ist als Cowboy verkleidet. Toll! Zeit, sein Kostüm zu testen. Puh, Buster versucht, Mama Angst zu machen. Hat's geklappt? Vielleicht ist das Cowboy-Kostüm nicht gruselig genug. Er muss etwas Gruseligeres finden. Aha, er hat es. Arr, er ist ein Pirat. Das wird viel gruseliger werden. Ups, sei vorsichtig, Buster. Da ist Opa-Bus. Erschrecke ihn, Buster. Arr. Oh je, Buster ist immer noch nicht gruselig genug. Aber er scheint eine Idee zu haben. Moment mal, wo ist Opas Wäsche denn hin? Zeit fürs Mittagessen. Was war das? Da kommt ein Geräusch aus dem Schuppen. Aber was macht das Geräusch? Das ist etwas gruselig. Ah! Oh, das ist ein Gespenst! Moment mal. Ich erkenne das Kichern. Das war ja nur Buster. Das war definitiv ein gruseliges Kostüm. Hört sich so an, als wären die Leute für die Party angekommen. Und Mama hat einen Plan. Ash und Scout sind hier. Sie sind so aufgeregt. Es ist ja gar keiner da. Sie sind ein wenig verängstigt. Was war das? Buh! Ah, lauf weg! Keine Sorge, Ash und Scout. Das war doch nur Buster. Was für ein toller Streich und ein sehr gruseliges Kostüm. Halloween. Ash und Scout sind in Busters Haus und bereit, um spuken zu gehen. Wow, das Zombie-Kostüm ist großartig. Bandit ist nicht beeindruckt. Buh. Nein, Bandit will nicht mitmachen. Er denkt, Verkleiden ist nur für Babys. Das Scout und Ash fahren zum Spukabenteuer los.
Moment mal, Bandit würde wirklich gerne auch Süßes zu Halloween bekommen. Er scheint eine Idee zu haben. Bandit hat Bastas Kostüm kopiert. Sie sehen genau gleich aus. Er ist bei Terrys Farm angekommen und sieht genau aus wie Basta. Süßes oder Saures? Wow, sieh dir all die Süßigkeiten an. Oh, schau, Basta, Ash und Scout sind angekommen. Süßes für Scout. Süßes für Ash. Moment. Nein, Terry glaubt, er hätte Basta schon viel Süßes gegeben. Aber das war doch Bandit. Armer Basta. Ash und Scout finden ihre Spiegelbilder toll. Was ist das? Ein Bonbonpapier. Und noch eins. Das ist Bandit. Er isst all seine Süßigkeiten. Basta hat einen Plan. Ash und Scout tun so, als glaubten sie, dass Bandit Basta ist. Bandit sieht sein eigenes Spiegelbild. Wart mal eine Sekunde. Jetzt sind da zwei Bandits. Bandit ist etwas verwirrt und etwas verängstigt. Wo sind denn die anderen hin? Das Plan funktionierte. Bandit wurde bei der Tat erwischt. Und hier kommt Terry mit mehr Süßigkeiten. Er ist von den zwei Zombies verwirrt. Er hat sie wieder zu Bandit gegeben. Aber Bandit teilt mit Basta. Basta packt seine Tasche für Ashs Geburtstagspicknick. Er braucht eine Picknickdecke, etwas zu trinken. Was braucht Basta noch? Marshmallows zum Rösten überm Feuer. Danke, Papa Bus. Vergiss Ashs Geschenk nicht. Basta freut sich so sehr auf Ashs Geburtstagsfeier. Was ist los, Basta? Es sieht so aus, als würde er sich unwohl fühlen. Er möchte wirklich nicht die Party verpassen. Basta und Papa sind angekommen. Es ist Zeit, ein paar Partyspiele zusammenzuspielen. Basta sieht wirklich nicht gut aus. Aber er möchte den Spaß nicht verpassen. Sie spielen Verstecken. Oh nein, Basta fühlt sich wirklich schlecht. Vielleicht wird's ihm besser gehen, nachdem er sich beim Feuer ausgeruht hat. Seine Freunde sorgen sich um ihn und wollen sicher gehen, dass es ihm gut geht. Vielleicht werden ihm ein paar Marshmallows helfen. Er kann nicht mal geröstete Marshmallows essen. Papa Bus bringt Basta zum Ausruhen nach Hause. Aber er kann doch Ashs Geschenk nicht vergessen. Was ist es? Es ist ein Mahlset. Das ist sehr aufmerksam, Basta. Das bringt Ash auf eine Idee. Er gibt Pinsel zu Bandit und Scout. Ich frage mich, was sie malen werden. Basta ruht sich zu Hause aus. Er ist wirklich nicht er selbst. Er muss Medizin nehmen und schlafen, damit es ihm bald besser geht. Gut gemacht, Basta. Am nächsten Tag fühlt Basta sich besser.
Aber er ist immer noch traurig, weil er Ashs Party verpasst hat. Papa Bus gibt Buster eine warme Suppe. Und was ist das? Seine Freunde haben ein Bild für ihn gemalt. Und sie sind vorm Haus. Hurra! Buster freut sich, dass seine Freunde hier sind. Und das Bild macht auch alles viel besser.